So, und dann geht es eigentlich schon um die Wurst. Und zwar müssen wir jetzt Transferverhandlungen anstreben. Und es steht ja immer noch der gute... Wo haben wir denn? Traoré. Er steht immer noch im Blickfeld bei mir. Oh, ist wieder gestiegen vom Wert. Ja, also er ist momentan der absolute Wunschkandidat, den ich so hege. Weil er auch vom Typ mal ein anderer ist. Er ist Sturmtank und das finde ich dann schon, ja, hilfreich. Wird auch ein bisschen dauern, bis man ihn wirklich integriert hat. Es wurde auch gesagt, Mensch, nimm Huntelaar, nimm Huntelaar. Ja, eigentlich wäre sicherlich machbar. Wir müssen mal kurz gucken bei Schalke. Ah, ist der beste Spieler bei Schalke 04. Ah, das ist... Ja, das wird nichts. Den geben sie auch nicht ab. Das ist auch... Das ist auch nicht so einfach, ne? Ich will mal... Wir gucken mal... eigentlich würde ich ja ganz gerne einen Deutschen nehmen, ne? Weil da fehlt Deutschland irgendwie... auch im Nachwuchs fehlt da schon da irgendwas, ne? Nationalmannschaft. Deutschland, die haben keine Stürmer, nur Mario Gomez. Die haben einen Stürmer und Podolski immer noch. Das sind die einzigen Stürmer in Deutschland, ne? Das ist unglaublich. Wenn man so möchte, ne? Die reinrassigen Stürmer. Mager, echt mager. Das Mittelfeld ist total überlagert, aber... Wie sieht es in der U21 aus? Büchel und Ngakam. Ja, mit denen kannst du aber auch keinen Blumentopf gewinnen, ne? Bis du die ausgebaut hast. Haben wir denn Goretzka schon da? Da ist er. 3,7 Millionen. Ja, das ist auch wieder so ein Problem, ne? Wohin stecken? Wir haben Gnabry dort. Klar ist Goretzka talentierter, ne? Aber das wäre vielleicht der Kandidat fürs linke Mittelfeld. Der den Jansen beerben könnte, ne? Aber da haben wir jetzt auch gerade ein Ding hochgeholt, aber, Eieiei. Ja, also ich muss gucken. Also 19 ist er jetzt, jetzt wird Zeit, ne? Wenn wir ihn haben wollen, dann müssen wir ihn jetzt holen. Ansonsten ist der Zug abgefahren, ne? Wie sieht es in der U19 aus mit Stürmer? Kowalewski haben sie bei Nürnberg. Und den Serek. U17, gucken wir nochmal rein. Armrein und Koopmann. Weiß halt nicht, ne, ob die was können. Pavlovic. Und die Bielefelder haben ja noch Köppel. Jeske ist bei uns dabei. In der U17 haben wir auch einen, glaube ich, oder? Nee, haben wir gar keinen. Den Wittenberg habe ich mir schon angeguckt gehabt. Ja. Müsste mal einer hier. Bester Spieler EM, WM. Oparewurz. Fußball-Weltmeisterschaft, Europameisterschaft haben wir noch keinen gehabt. Turniere. Finalist Schweden. 58. WM. Gottes Willen, was für eine alte WM, die hier raufhauen. Unglaublich. Ja, sehen wir nur das Finale, ja. Wer da wie gewonnen hat. Okay. Die Besten der Welt. Ist auch nochmal interessant. Wijnaldum auf Platz 16. Stärke 90, Leute. Stärke 90. Ballkontrolle 91. Gehört zu Platz 16, zu den Besten der Welt. Also, absolut der Megastar. Kann man nicht anders sagen. Wie sieht's denn aus mit Torriecher? So. Wurde mir ja auch von irgendeinem türkischen Verein, wurde mir auch nochmal ein Stürmer empfohlen. Yilmaz oder so. Haben wir uns auch schon mal angeguckt, glaube ich. Das olle Kabel nervt mich gerade vom Mikrofon. So, okay, ich bin ja noch ein bisschen verplant. In meinem Kopf gehen auch so viele Gedanken rum jetzt, ne? Wen man holen wird, wen nicht. Ja, wir müssen... Ach, Gottes Willen, ja. Messi haben sie hier drin, aber dann resten dann nur noch Japaner. So ein Quatsch. Rooney irgendwann mal. Hier zum Beispiel. Ahmed Abdelghany. Warum soll der eine 90 haben? Wir haben den zu 2...
haben wir den gescoutet mit 32 Jahren. Das ist ein Quatsch mit Soße, ehrlich. Okay. Wir suchen einfach. Spieler suchen, und zwar hätte ich ganz gerne. Ich hätte ganz gerne. Stürmer. Nur beste Position. Strafraumstürmer oder Sturmtank. Sucht er jetzt so beides? Sucht er jetzt beides oder eins von beiden? Gucken wir mal kurz. Eins von beiden, ne? Ja, alles klar. Ja, Ibrahimovic steht ja auch noch, aber 10 Millionen bezahle ich nicht. Ne, also 10 Millionen bezahle ich nicht Gehalt. So viel ist klar. So, okay, wir gehen her. 3,5. Ich denke mal, das ist sinnvoll. Maximal so. So, dann 75 ist die Stärke. Machen wir mal 74 draus. Und dann Alter muss dann mindestens 23 sein. Für eine Verpflichtung sage ich mal 28. 29. Nur realistische. Maximales Gehalt. Ja, geht nicht zwischen. Da machen wir mal 10 Millionen maximal. Marktwert maximal 15. Wir gucken mal, was da so ist. Fähigkeiten. Kopfball ist wichtig mal. Und auch Torriecher. Meistens unter T. Kopfball, Torriecher. Elfmeter, Fernschüsse. Fernschüsse wäre auch nicht schlecht, wenn das mal was hätte, ne? So. 78. 79. Zeig an, was du hast. So, da haben wir sie. Er ist dabei. Lakina Traoré ist dabei. Jetzt gehen wir mal vom Marktwert mal von oben nach unten durch. Und dann gucken wir mal rein. Dumbia von Moskau. Ist mir zu klein für einen guten Kopfballakteur. 1,78, dann muss er schon ordentlich springen. Luis Muriel, Kolumbianer. Ja, ich sag's euch, wie es ist, Leute. Ich bin ja schon so festgefahren, glaube ich. Ich bin, glaube ich, schon so festgefahren, dass ich gar nichts anderes probieren möchte. Ne, es ist, aber man muss es echt so sagen. Wer ist er denn hier? Sigthorsson, wer ist er denn bitte? 24, okay. Ist auch recht. 1,80. Dembaba, ja, wenn er nicht schon so alt wäre, ne? Modibo, ja, haben wir schon gehabt. Abdelau. Jelavic war ja auch gefragt. War ja auch, ne? Wo ich sagte so, Mensch, Jelavic, das könnte was werden. Kroatisch, Holländisch, Englisch. Lässt sich vielleicht noch ein bisschen einfacher einbetten, ne? Als einen Papis Demba Sissé. Er hat es auch endlich geschafft, ne? Er ist auch schon 29. Bukarov. Okay. Ha. Er ist nicht besonders begeistert. Ein gutes Gehalt könnte ihn aber locken. Ablösesumme. Bei einem großzügigen Angebot abgeben. Wir bieten die obligatorischen 15 gleich. Ja, wir bieten sie gleich die 15 und gucken, was passiert. Traoré. Lakina, Traoré und alles wird gut. Jetzt können wir mal endlich ein Schrittchen vorwärts gehen, glaube ich, oder? So, okay, wurde schon angenommen. Da würde er sich schon mit uns direkt in Verbindung setzen. Können wir gleich mal ein Stückchen vorangehen? Wir wollen Dennis Aogo halten. Alles klar. Zum ersten Mal ein Stückchen vorwärts peitschen, ne? Okay, Mainz möchte ihn zurückkaufen. Ja. Und tschüss. Okay, Gehaltsübernahme 100%. Ja, dann können wir Sean Parker ausleihen. Sehr schön. An Fortuna Düsseldorf. Zweite Liga, glaube ich, ne? Abgestiegen. Labus ebenfalls. Ja, was wir ausleihen können, lösen wir auch aus. So. Oh, sogar noch günstig. Sogar noch günstig. Maximal 3 Jahre, das hat er. Du bist Stammspieler. Ich werde dich nochmal zu einem besseren Spieler machen. Nicht Euro, ja, okay. Dann Grundgehalt 2,9 Millionen. Sehr fair, sagen sie.
Machen wir mal 6, 2,6. Ligaspielbonus wird gleich mal erhöht hier auf 60 Spiele. Dann schmerzt nicht so. Meisterprämie, ja, die kann ich geben. Auflaufprämie. Können wir ein bisschen runtergehen. Torprämie gebe ich ihm. Viel lieber. 8000. Option für Verein. Oh, das Grundgehalt wieder zu niedrig. Wird verrückt. Abstieg, ablösefrei. Kein internationaler Verkehr. Verkehr, ja. Wettbewerb, ablösefrei. Gehaltskürzung bei Abstieg. Sehr fair ist die Bewertung. Ja, wir probieren es einfach mal. Dass wir einfach hier runtergehen. 2,5 hat er gekriegt. Also 2,5 kann er auch bei uns kriegen. Dann können wir eigentlich das hier ein bisschen streichen. Aber gut, ich will ja die Belohnung drin lassen. So. Dann kriegt er keine Auflaufprämie. Kein Ligaspielbonus. Und er scheint mir zu niedrig. Nach 20 Spielen. Oh, das ist alles schon sehr fair. Ich weiß gar nicht, warum ihm das so niedrig erscheint. Ja gut, das ist doch alles, ist doch für uns günstig eigentlich. Nun überlegst, 2,5 Millionen. Ich meine, viele Spieler von uns wollen jetzt 3 plus, ne? Also 3 Millionen und mehr. Er ist jetzt gerade mal 24 und wenn er anfängt zu treffen, wenn es dann wirklich klappt. 2017, ne? Vertragsbeginn. 3 Jahre. Es ist noch ordentlich Zeit. Ja, 4 Jahre geht nicht. Gucken wir mal. Sehr fair. Alles klar. Wenn es denn so ist, haben wir alles angegeben. Das ist klar. Wir werden die Saison aufsteigen. Alles klar. Okay. Das könnte klappen, meine Lieben. 15 Millionen war aber vielleicht sogar noch ein bisschen günstig, ein bisschen mehr, ne? Oh ja, Kelbel können wir auch verhandeln. Sehr schön. Alagui angenommen. Sean Parker angenommen. Labus angenommen. Traoré akzeptiert. 15 Millionen habe ich jetzt ausgegeben, ne? Für ihn. Also vielleicht sogar noch ein bisschen zu viel, als er wert ist. Aber ich denke mal, wenn er jetzt ein bisschen spielt und... gut, das holen wir locker rein. Er ist 24. Bin ich total überzeugt bei der Mannschaftsform aktuell, dass wir da das auf jeden Fall rausholen können. Yassine Benzia wurde von seinem auf die Transferliste gesetzt. Ebenfalls Stürmer, ne? Strafraumstürmer, aber trainiert nicht gerne, von daher. Oh! Kennt ihr den? Kennt ihr ihn? Pauli Pogba, Gehalt plus 800.000, ey. Nee, also behalten wir mal im Auge, wohin er geht, aber. Das hat keinen Wert. So, da verhandeln wir. Meet and Greet, okay. Status beim Sponsor ist gestiegen mit Adler. Die Aufgaben müssen wir verteilen. Und zwar Spieler nach Fähigkeiten sortieren. Adler ist der neue Kapitän, war klar. Elfmeter ebenfalls. Ecken hat es noch nicht geschafft, der Ogo. Schade. Freischuss aufs Tor. Gianluca Lucan, komm langsam. Er wird ihn da ablösen, der Van der Vaart, mittelfristig. Bin ich felsenfest von überzeugt. Ecken... Alles klar. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt müssen wir nur überlegen, ne? Bleibt noch Geld? Geld bleibt noch. Oh, der Transfer ist schon stattgefunden. Da sind doch 10 Milde weg. Oder, nee, 16 haben wir bloß. Alles klar. Wollte schon sagen. Gut. Es geht vorwärts jetzt. Es geht vorwärts. Dann geht Alagui, ja, das war dann wohl mehr oder weniger ein Fehlkauf, ne, kann man so sagen, wie man will. Vertrag unterzeichnen, Kelbel können wir verkaufen, das ist schön. Hätte nicht so viel Zukunft bei uns gehabt. So. Teamwork muss noch ein bisschen besser werden. Also, gehen wir bei... Taktik ist ja alles klasse, da können wir Taktik runtergehen. Und dann machen wir das so, 5-5-5. Sehr schön. Es geht los. So, dann würde ich sagen, hat Trainingsziele erreicht. Arsenal interessiert an ihn. Ja, macht nix. In Brisbane sind wir angekommen. Ihr Talentsucher hat einen Spieler entdeckt im Mittelfeld. Ja, gib mir den mal her. Gucken wir uns den mal an. Raimondi, alles klar. Herzlich willkommen bei uns im Team. Dann geh mal steil bei uns. Okay.
Was ich ganz gerne machen würde, ist nochmal dieses Jahr die gesamten Trainingsziele der Mannschaft überarbeiten. Wird nochmal so ein Mammutprojekt wahrscheinlich, aber er ist halb so wild. Oh, ist er da. Er ist da. Und weil wir jetzt auch die Trikotnummer gleich ändern müssen, will ich auch noch zwei Trikotnummern ändern. Und zwar möchte ich ganz gerne Wijnaldum die 10 geben. Er Nummer 15, nee, ändern. Er kriegt von mir die... Warum ist die 9 eigentlich weg? Erstmal machen wir erstmal so. Dann machen wir eine Pressekonferenz. Kaufangebot für Martin Hinteregger. Was ist der denn? Der ist doch mehr wie 10 Mille wert. Ordentlich mehr. FC Bayern München kommt und will Hinteregger. Okay. Olympique Lyon interessiert. Lavus traurig über Abschied. Rudnevs Ansporn durch Lakina Traoré. Er gewinnt 4 Moralpunkte. Labus wechselt zu Wacker Burghausen. Okay. Dann müssen wir die ganze zweite Mannschaft müssen wir noch zur Laie ausrufen, ne? Dass wir da noch ein paar Spieler vielleicht verleihen. Okay, Traoré ist da. Müssen wir noch herzlich willkommen heißen, sobald es geht. Eine 76 hat er. So, Spielerinfo. Wir müssen ihn versichern. Damit er sich ja nicht, oder wenn er sich verletzt, zumindest dann das Geld für ihn kriegen. Ist nur noch 9,5 wert jetzt, ne? Klar, durch den Wechsel. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das wieder nach oben kriegen. Ballkontrolle, dann Schusskraft, Fernschüsse, dann hätte ich ganz gerne Kopfballpritze. Oh, da ist schon drin. Krass. Wo ist denn der Torriecher? Wo ist der Torriecher? Sehen wir gar nicht. Alle Trainingsziele verwenden. Wo ist der Torriecher? Wo hast du ihn? Da ist er. Haben doch gehabt. So, alles klar. So, das mal auf 92. Den Rest dann erstmal auf 87. Okay. Oh, nun bin ich mal gespannt, Leute. Ob das was wird mit ihm. Möchte in einem aus dem offensiv ausgerichteten Team spielen. Das sind wir ja eigentlich. Mit zwei offensiven Mittelfeldspielern. Geht's bald gar nicht offensiver. So, Dolmetscher brauchen wir für ihn erstmal. Trainingsumfang natürlich 100%. Muss aufgestellt werden. Darf nicht aufgestellt werden. Brauchen wir es heute nicht. Saison. Karriere. Transfer. Okay. Oh, die haben 18 für ihn bezahlt und wir bloß 15. Alles klar. Also haben wir schon ein gutes Geschäft gemacht. Jetzt muss er eben nur nochmal den Wert verdoppeln, den er hat. Und das kann er nur mit Tore. Tore. Wir stellen ihn auch mal gleich auf. Würde ich sagen, Barhebeck geht in die... So. Und dann bringen wir Barhebeck. So, und dann würde ich ganz gerne... Ja, Salah habe ich ja gesagt, würde ich ganz gerne verkaufen. Marktwert aktuell 8,5. Minimale Ablöseforderung 9,5. Änderung übernehmen. Salah, Spieler anbieten. Salah. So, Abül Kadir haben wir noch da. Ja, da müssen wir mal gucken, ne, wen wir da noch. Boskurt haben wir da. Transfer auf Transferliste zur Laie. Änderungen übernehmen. Okay. Wir haben noch was im News Center drin. Was war denn hier? Auf. So, jetzt geht's los mit Martin Hinteregger. Ja, da müssen wir wohl verhandeln, ne, Leute? Wenn der FC Bayern München anklopft, müssen wir verhandeln. Das ist klar. Da hat schon Real Madrid angeklopft. Jetzt klopfen die auch noch an. Also, er hat ja noch 2 Jahre bei uns Vertrag. Eigentlich würde ich ihn ja ganz gerne halten. Also zumindest, ich denke mal, wir sind momentan nicht in der Situation... Oh, Transfer nur noch 1,8 Millionen. Ne? Wir sind aber nicht in der Situation, wo wir sagen müssten jetzt, okay, wir müssen junge Spieler weggeben, weil sonst wir Probleme mit den Finanzen haben oder so. Ich denke mal, das ist nicht der Fall. Und von daher würde ich da jetzt auch erstmal stur bleiben, ne, beim Hinteregger. Muss ich ganz klar sagen. Bringt mich aber zu einer Idee, und zwar die Forderungen. Mal alle angleichen hier. So. Alles klar. Alles mal ein bisschen erhöht. Außer die Jungs, die auf dem Transferliste sitzen, ne? Aogo, ja gut, der würde verlängern.
Rajkovic, ja, muss man sich überlegen. Momentan sind nur noch 1,8 Millionen Transferbudget. Ob sich noch was ändert, werden wir sehen jetzt im Zuge der Vorbereitung. Momentan sieht es ja gut aus. Also wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann peitschen wir mal ein bisschen nach vorne und gucken mal, wie es läuft. Ich denke mal, es ist schön, dass wir eigentlich nahezu die identische Mannschaft haben. Und wir wollen ja eigentlich sehen, wie sich jetzt diese eingespielte Truppe in der Liga präsentiert, aber auch in der Champions League. Ne? Das ist ja so das große Thema. Und natürlich die Auslosung der Champions League steht ja auch noch an, ne? Etc. Und dann bin ich mal gespannt, wie das hier alles läuft, wie wir das alles auf die Kette kriegen. Wir stehen ganz gut da, bin ich der Meinung. Also die Mannschaft gefällt mir so, wie sie ist. Gefällt mir schon sehr gut. Wir müssen nur jetzt ein bisschen noch, ein bisschen taktieren etc. Und schauen, dass wir ja noch vielleicht nochmal den anderen Nachwuchsspieler langsam rankriegen für die ein oder andere Position. Wir müssen echt gucken, ob wir jede Position ersetzen können, wenn einer ausfällt. Das ist wichtig. Oder wenn zwei ausfallen. Letztes Jahr hatten wir das Problem, dass wir uns drei oder vier Stürmer ausgefallen sind. Wir mussten aus der Reserve einholen. Guck mal bitte, dass die Stärke von Wijnaldum, Leute. Der hat eine 91. Was zum Teufel? Mir fällt mal nichts ein, ey. Da fällt mir... Was ist denn mit ihm bitte los? Der gehört ja bald zu den stärksten Spielern der Welt. Transfermarkt. Guck mal, Di Maria hat bloß eine 84. Hulk hat bloß eine 82. Jorginho Wijnaldum ist auf eine 91. Herausragende, härteste, ihre top interessierte Vereine. Ja, das ist ja Quatsch. Interessierte Vereine will ich ja nicht. Ich will... Teamstatus, Top-Jugendspieler, Torjägerliste, Trainings-, Transfermarkt, verliehene, wertvollste Spieler. Da kommt er doch langsam, oder? Ja, ist ja hier schon irgendwo dabei. Ja, da, 33, vor Sergio Ramos und David Silva. Silva punktgleich mit Balotelli. Eden Hazard ist noch ein bisschen stärker. Leute, ja, eigentlich kannst du den Verein auf einen Schlag gesund machen. Ne? Also man muss echt sagen, das sollte man sich jetzt eigentlich nicht entgehen lassen. Aber warum denn jetzt schon? Ne? Ich meine, er ist jetzt 23. Ich meine, ich kann ihn doch auch mit 24 oder 25 noch verkaufen. Dass ich mir eine Vertragsverlängerung mit ihm nicht leisten kann, ist klar. Das ist jetzt, denke ich mal, jedem klar. Aber aktuell muss er doch nicht gehen. Wie sieht's denn aus? Ist er zufrieden bei uns? Karriere, Saison, Details. Dolmetscher, braucht er noch einen Dolmetscher? Ja, ist noch holländisch. Na, ist er doch. Ist er doch. Wir packen mal 100%. Wie geil! Ich sag's euch, Leute, das ist der absolute Mega. Ist der absolute Mega-Ding, ne? Wir haben jetzt, glaube ich, alle haben jetzt mittlerweile auch Charakterwerte bekommen. Ist ebenfalls sehr vorteilhaft. War noch einer dabei, der keine hatte. Ich glaube, Gnabry war noch charakterlos, ne? Ja. Alles klar, wie sieht bei Hartherz aus? Hat der schon was? Ne, auch noch nichts. Hält die Linie links, alles klar. So. Okay, bis gleich in der nächsten Folge.